Ich habe da so manches Mal immer wieder Anfragen. Do new, was ist eigentlich aus dem Rhododendron geworden, den du radikal runtergeschnitten hast? Nun, das Bild hat sich ein bisschen geändert vor dem Rhododendron, denn ich habe die weiße Bank entfernt. Doch hier ist nun das Ergebnis. Es ist jetzt fast 2 Jahre her, wo er diesen radikalen Schnitt bekam. Dieses Loch, was hier entstanden ist, konnte nur entstehen, weil ein Farn dort wachsen durfte. Der ist jetzt draußen, doch das Loch wird sich leider nicht so schnell wieder schließen. Ich schätze mal, dass die Blüten in 2 Wochen aufgehen werden. Dann gehe ich noch einmal über die Pflanze rüber. Dicht bis nach unten. Jetzt geht es mit der Blüte los. Ja, da steht sie nun in voller Blüte. Man sieht schon, wie die nächsten Triebe sich entwickeln. Was ihr auch erkennen könnt, ist, ich habe hier einen weiteren Patienten. Doch erstmal noch den radikal heruntergeschnittenen. Ja, so sieht ein Ergebnis aus, wenn man ihn auslichtet, ihn weit runterschneidet und lange hölzerne Äste hinausnimmt. Das ist genau das, was mein neuer Patient hier hat. Nach unten hin kommt so gut wie nichts mehr. Erst recht nicht, wenn wir uns mal die hintere Seite angucken. Das heißt, diese Rhododendron, die wird ein ähnliches Schicksal haben wie dieser hier. Nur danach wird er umgepflanzt.